Another warm welcome for Adam Curtis. And thank you very much for your. Herzlich willkommen und vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Ich danke Convoco und ich danke Ihnen allen. Als Corinne mich anrief und ich meine, wir reden ja seit einiger Zeit darüber, dass es schön wäre, wenn ein Künstler, ein Filmemacher vielleicht hier wäre. Und dann sprach Corinne über das Thema dieses Jahres. Und dann fiel mir eine Geschichte ein, die mir Christoph Schlingensief, der leider verstorben ist, einmal erzählte. Es ist eine Geschichte aus den 1960er Jahren. Schlingensief wuchs auf als Sohn eines Apothekers in Oberhausen im Ruhrgebiet und sein Vater war Mitglied des lokalen Rotary Clubs und Christoph hatte immer das Gefühl, dass es gar keinen Zweifel gäbe in seinem Leben. Und eines Tages kam sein Vater zurück von einem Meeting des Rotary Clubs und er sagte, da war dieser Mann, Joseph Beuys, dieser Künstler, der einen Vortrag gehalten hatte. Also man hatte im Rotary Club in Oberhausen Beuys eingeladen zu einem Vortrag und Christoph Schlingensief erinnert sich an seine Jugend. Wie gesagt, er war 1960 geboren. Das war eine Geschichte, die er in seiner Jugend also erlebte. Und Beuys hatte wohl damals gesagt, dass der Kapitalismus enden würde zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Und Schlingensief war enorm beeindruckt damals von diesen Worten und dachte, da wird es doch sehr, sehr viel Kraft in der Kunst geben. Und das war der Tag, an dem er beschloss, Künstler zu werden. Das fiel mir also ein, als Corinne mich anrief. Aber Hans-Christoph Bieswanger an der Universität von St. Gallen, mein Professor, fällt mir ebenfalls ein, wenn ich mich genau mit dieser Frage befasse. Er versuchte schon sehr früh eine Verbindung herzustellen zwischen Ökologie und Ökonomie und er schrieb auch ein Buch über die Beziehungen, die Referenzen, die Kontaktpunkte zwischen diesen Bereichen und er sagte, Ökonomie, die Ökonomie kann nur überleben, wenn wir die Ökologie mit einfügen in die Gleichung. Auch Goethe war jemand, den er immer wieder erwähnte. Er war ja nicht nur Schriftsteller, Goethe, Dramatiker, sondern auch Politiker. Und wenn wir über die Zukunft sprechen, dann müssen wir tatsächlich sehen, dass Künstler, Künstlerinnen im Zentrum der Diskussionen über die Zukunft der Gesellschaft stehen müssen. Nicht nur über Kunst sollte man mit Künstlern reden und insofern freue ich mich, dass Corinne Flick uns als Künstler, als Filmemacher eingeladen hat und Hito Steierl war ebenfalls bei einer Diskussion zum Thema in Berlin bereits dabei. Eine Gruppe in London, die Artist Placement Group in London, hat einmal vorgeschlagen, dass im Grunde jedes Unternehmen auch einen Künstler, eine Künstlerin in Residence haben sollte. Adam, nun, ich glaube, ich muss ihn nicht vorstellen. Seine Filme wurden von Millionen Menschen gesehen und Sie können sie alle ebenfalls sehen, wenn Sie sie noch nicht gesehen haben. Sie sind verfügbar auf YouTube. Er arbeitet mit Archivmaterial der BBC unter anderem. Dies sind alles Titel zum Beispiel von Produktionen. Darüber werden wir auch durchaus hier noch sprechen. Hypernormalization ist seine jüngste Produktion. Und bevor ich ihm eine erste Frage stelle, möchte ich ein paar Worte sagen zu den Panels, die Sie hier bereits gehabt haben.
wegen der Flughafenkatastrophe in München heute Vormittag bin ich leider zu spät gekommen. Alan aber war hier und vielleicht kann er auch etwas Kommentierendes zu dem sagen, was wir hier bereits erlebt haben. Ja, danke, aber vielleicht kann ich das einfach mal sagen. Ich bin jetzt den ganzen Nachmittag hier gesessen. Ich bin ein Journalist, nicht unbedingt ein Künstler. Und da bin ich bei verschiedenen Dingen gut. Gut. Also wo Journalisten wirklich gut ist, dass sie herausfinden, was Menschen fühlen. Was ich da ein bisschen schockiert war, ist, dass niemand bei den verschiedenen Diskussionen Menschen erwähnt hat, was die Menschen über den Kapitalismus denken. Da gibt es Menschen, wissen Sie, das heißt, sie lassen dieses System laufen im Namen dieser Menschen. Das ist natürlich ihr Job. Aber ich möchte das ganz, 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 ganz schnell. Und ich glaube, da haben Sie wirklich ein echtes Problem, ein ernsthaftes Problem. Und ich glaube, Sie stellen sich dem Problem nicht in jeder dieser Diskussionen, die wir gehört haben, in jeder Diskussion in Amerika. The people, das Volk, die Menschen. Also ein Großteil der Bevölkerung denken, dass Kapitalismus eigentlich keine Zukunft hat. Und vielleicht gibt es diesen Kapitalismus dann vielleicht nicht mehr, vielleicht gibt es da irgendetwas anderes. Aber da ist etwas, was nicht in ihrem Interesse ist. Mit dem Irakkrieg hat es begonnen. Da haben dann die Politiker eben den Journalisten gesagt, die Journalisten haben gesagt, dass die Politiker lügen und das führte dann zu einem Krieg. Und dann gab es diese Finanzkrise und ich würde mal sagen, die Mafia sagt, dass da etwas gedreht worden ist und zwar in großem Umfang in Großbritannien und in Amerika. Niemand ist vor Gericht gezerrt worden, niemand ist ins Gefängnis gekommen. Und dann plötzlich leben wir jetzt in einer Welt, wo die Menschen, die Bevölkerung, the people, plötzlich so viel Geld haben von der Bank, die können dann ein kleines Apartment kaufen, die können das niemals zurückbezahlen und diese Wohnung ist so weit außerhalb der Stadt, dass sie den Rest des Einkommens dafür verwenden müssen, um hin und her zu fahren. Das bedeutet, sie können sich nicht mal das Mittagessen kaufen. Wir sprechen hier nicht über arme Menschen, nein, sondern ich spreche über Menschen, die bei mir arbeiten, zum Beispiel der BBC. Die können sich nicht mal das Mittagessen leisten, einfach deswegen, weil sie das ganze Geld den Banken gegeben hat oder für das Transportwesen, damit einfach die Wohnungen stinken und in manchen Bereichen von London sind die Wohnungen einfach so teuer. Starbucks beispielsweise, da suchen die dann genau diese Gutscheine, die man von Starbucks bekommt, wo alles eben halb so teuer ist. Also was die sich natürlich fragen, ist, wofür ist denn das eigentlich alles? Und ich bin erzogen worden, dass der Kapitalismus und das gute Leben, also die Wohlfahrt, irgendwo zusammengehören. Das heißt, wir nehmen irgendetwas, dass es da diese Verbindung gibt, wenn wir also auf der einen Seite etwas wegnehmen, dann kommt es den anderen zugute und da fehlt irgendwie was. Und das ist bisher einfach nicht erwähnt worden, wisst ihr. Und ich glaube, das wird zu richtigen Problemen führen, außer man spricht es dann mal an. Denn wenn wir nicht wissen, wofür etwas ist, dann werden wir uns an etwas anderes wenden, die uns dann vielleicht irgendwelche Geschichten erzählen, wofür denn das ist. Und ich kann Ihnen sagen, mit dem Kapitalismus, da fehlt einfach etwas. Also das war die Hauptbeobachtung heute. Es war ziemlich clever und viel cleverer, als ich das eigentlich sagen kann. Sie wissen das, worum es hier geht. Und ich bin jetzt hier als Journalist. Aber ich glaube, was mir gefehlt hat, war einfach, was die Menschen denken. Der Kapitalismus gibt ihnen keine Zukunft. Einfach deswegen, weil es ihnen keine Geschichte mehr erzählt. Wo sie denn hingehen? Wofür ist denn das eigentlich alles? It's very interesting because it reminds me of something. Ja, das erinnert mich an einen bedeutenden Historiker und Journalisten, der über 10.000 Gespräche geführt hat. Er sagte mir, wir müssen immer zuhören. Und er betonte vor allen Dingen auch, dass das 20. Jahrhundert vor allen Dingen eines der Gelder und der Manifeste war. Das 21. muss anders aussehen. Visionen, das ist das, wonach ich fragen möchte, denn darüber habe ich mit Corinne gesprochen. Sie sagen, wir haben keine Vision für die Zukunft. Das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem und das ist eben nicht nur
ein kurzfristiges Problem. La longue durée ist ja das, was wir auf dem Zettel haben. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts gab es ja bereits jede Menge Ideen, was das 20. Jahrhundert angeht. Und wir haben letztes Jahr eine Recherche gemacht zum Thema Visionen für das nächste Jahrhundert und stellten fest, da gibt es weniger. Danach frage ich, und ich würde gerne auch wissen, wann haben wir aufgehört, Visionen zu haben? 1992. Also meiner Meinung nach 1992. Der größte Politiker oder eigentlich Politikerin, Mrs. Thatcher, sie hat damals gesagt, dass man einfach eine Vision Millionen von Menschen nicht aufdrängen kann, denn dann wäre das ja totalitär. Also so, darum ging es ja. Frau Thatcher oder Mrs. Thatcher hatte die Vision, dass sie einfach eine Gesellschaft schaffen würde, wo es möglich wäre, dass die Visionen von Menschen anderen aufoktroyiert werden könnten. Ja, das ist natürlich auch irgendwie guter Individualismus, wenn man so will. Und sie hat das richtig toll gemacht eigentlich. Aber was ist denn dann passiert? Sie war ziemlich verärgert, als sie dann 1991, 92 die politische Bühne verlassen musste. Und dann hatten wir eine Gesellschaft, wo man die Menschen nicht irgendwie woanders hinbringen kann. Man muss sie einfach irgendwie managen. Ich war ein Journalist damals und ich habe dann gesehen, was mit der Politik passiert ist. Die Politiker waren einfach verwirrt. Da gab es einen Vertrag, ich nehme ihre Stimme und dann mache ich etwas dafür. Das hat einfach nicht mehr funktioniert, sondern man überlässt es dann der Partei. Aber es war dann eigentlich gar nicht mehr wichtig, dass man einer Partei angehörte, sondern man wollte eine individuelle Person sein, etwas für sich selbst machen. Das heißt, wir gingen eigentlich über die Demokratie hinauf. Die Demokratie und Individualismus, das funktioniert eigentlich nicht. Die werden dann nicht mehr für einen stimmen. Ja, die machen das vielleicht mal so oder vielleicht mal so. Was hat man dann am Ende? Also, wenn man aufhört, ein Vertreter dessen zu sein, das ist ja so in der alten Demokratie gewesen, also wenn man das verändert, dann wird man irgendwie der Manager von all diesem. Und auch das hat vielleicht wieder, sagen wir, 15, 18 Jahre wieder funktioniert, also 16 Jahre eigentlich ganz genau bis zur Finanzkrise. Wunderbar hat es funktioniert. Man hat Geld genommen, dann könnten die Menschen kaufen, was sie wollten und alles schien perfekt, ja. Aber was das System eben nicht erlaubt hat, war eine Krise durchzustehen. Und die ist genau dann passiert. Und wenn man da einfach nur ein Manager ist, was macht man denn eigentlich, wenn die Menschen sich, sagen wir, schlecht benehmen? Schauen wir mal meine Regierung an. Da die Regierung in Amerika, da sind 15 Banker dann ins Gefängnis gegangen ist, 2006 oder 2007 war das, Brexit. Und dann hätten wir nicht, dann hätten wir nicht Brexit, dann hätten wir nicht Trump, sondern das Wahlvolk hätte das einfach gesehen, dass hier die Macht im Interesse des Volkes eingesetzt worden wäre. Und da ist es aber so gewesen, dass man einfach alles hat laufen lassen. Niemals ist bestraft worden. Und das ist dann im Kopf der Menschen geblieben. Das sind doch keine richtigen Politiker mehr. Das sind einfach nur irgendwelche Manager, die hier machen. Und was ich damit sagen will, das ist eine Krise. Ja, furchtbar, sagen alle. Und dann, daran haben sich die Menschen mittlerweile gewöhnt. Und 1992 hat es dann angefangen. Und vielleicht 2008, 2009 ist uns das klar geworden, dass Menschen nichts mehr machen werden, um irgendetwas Schlechtes wieder zu verbessern. Das heißt, wir haben dann diese Vorstellung, dass die Leute überhaupt keine Ahnung von der Zukunft haben. Und da sind wir jetzt. In Ihrem Film geht es ja um die 1970er Jahre. Da gab es eine Verschiebung, wenn man so will. Self-Expression wurde zur neuen Politik, möglicherweise als eine Variante, die Welt zu sehen. Ich drücke mich aus. Naja, damit habe ich schon ein bisschen schwierig, denn jeder greift uns da irgendwo an. Also, wenn ich jetzt diesen Ökonomen dazu, und das sind eigentlich ganz nette Leute, aber naja, Künstler, wenn man über die spricht, die sind furchtbar, die sind schrecklich. Gut, also ich stelle das eigentlich in Frage. Wenn man jetzt sich ausdrücken kann, auch in der Kunst, und wenn man dann jetzt radikale Kunst macht, was egal was man sagt, egal wie radikal die Botschaft ist, in einer Welt, die von Individualismus getrieben ist, das heißt, man hat da irgendwelche Turnschuhe, naja gut, dann hat man die eben angezogen, weil man sich besser ausdrücken kann. Also darum ging es ja eigentlich, dass man sich selbst besser
ausdrückt. Wenn man das jetzt macht, ja gut, egal was die Botschaft ist, das bedeutet in der Art und Weise, wie man es macht, wird man diesem Biest noch etwas geben. Ein Biest, das man eigentlich zerstören wollte, das macht man eigentlich damit stärker, denn sie verstärken diesen Gedanken, dieses sich selbst ausdrücken müssen in den Köpfen der Menschen. Das Radikalste, was man heute machen könnte, ist doch einfach, dass man etwas besser ausnutzt. Niemand spricht aber darüber, niemand auf Instagram, und nicht den Freunden etwas sagen. Machen Sie einfach irgendetwas, was außerordentlich ist, aber dann lassen Sie es niemand wissen. Das wäre es doch. Das wäre doch viel radikaler, oder nicht? Irgendwas. Irgendwas. Which brings us back. Und das bedeutet, wir sind jetzt zu dieser besonderen Idee, dass dieses sich selbst erdrücken, das kommt eigentlich aus den radikalen Ideen der 60er Jahre. Und das bedeutet, das ist die Konformität unserer Zeit heute. Aber was brillant ist an der Sache, ist, dass man hier Macht ausübt. Vor allem, dass sich selbst ausdrücken bedeutet auch an der Macht irgendwo sein. Vor allem dann, wenn dann irgendwie Mist passiert. Also wenn schlimme Dinge passieren. Es ist ganz toll, sich selbst auszudrücken, wenn alles gut läuft. Aber wenn dann irgendetwas richtig, richtig daneben läuft, falsch läuft, dann ist man plötzlich allein. Sich selbst ausdrücken in einem Tweet, ja, in riesigen Großbuchstaben, das ist überhaupt nichts Starkes. Das ist einfach irgendwas. Man fühlt sich eigentlich doch sehr einsam bei dieser ganzen Sache. Diese Konformität, da geht es doch nicht nur darum, dass man einfach stabil ist, sondern, und das Radikalste ist einfach, dass man wieder zu etwas zurückgeht, was wir früher gemacht haben. Das heißt, man gibt sehr viel von dem aus, wie man sich selbst ausdrückt, und das für zum Nutzen der Menschen. Und Frau Flick hat ja darüber schon gesprochen. Wenn wir mal uns überlegen, was Adam Smith gesagt hat, das ist doch eigentlich die ganze Idee. Moral. Das ist einfach zentral bei seiner Vorstellung von Kapitalismus. Da geht es nicht um die Märkte, sondern es geht über sie, dass man die Fähigkeit zu überlegen und mitzufühlen, wie andere Menschen sich fühlen, und dass die sich dann irgendwo besser fühlen. Und vielleicht ist das etwas, was jetzt kommt, und vielleicht ist das vielleicht auch eine Verbesserung oder auch das Ende des Kapitalismus. Hypernormalization ist der Titel des Films, und das geht zurück auf ein Buch aus dem Jahr 2006. Da geht es um den Verfall der Sowjetunion. Erklären Sie doch bitte den Titel, das ist doch eine interessante Referenz. Und vielleicht wäre es auch interessant, etwas zu hören über die Abneigung, Risiken einzugehen, Risk Adversity. Darüber sprachen wir. Woher kommt das, frage ich mich. Und wie überwinden wir unsere Angst vor Risiko? Das ist wirklich ein gutes Buch. Ich kann es nur empfehlen. Es wurde von einem Russen geschrieben. Wie hieß der? Also, Bertri. In dem Buch geht es um die Geschichte des Zusammenbruchs der Sowjetunion in den 90ern. Und zwar so erzählt, das heißt, man erzählt, wie es den Menschen ging, wie es sich anfühlte, durch diesen Zusammenbruch hindurchzuleben, bis 1991, sagen wir mal, oder diese Zeit jedenfalls. Und da gibt es verschiedene Sätze in dem Buch, mit denen beschrieben wird, wie es sich anfühlte. Da gibt es viele Dinge. Wie es sich anfühlt für Millionen von Menschen, denn das hängt von denen ab, was dann passiert. Und was er in seinem Buch beschrieben hat, war, wie es sich angefühlt hat, durch diesen Zusammenbruch der Sowjetunion zu leben. Jeder an der Macht war irgendwie korrupt. Das war so der Gedanke. Egal, der Staatsplan, die Technokraten waren korrupt. Dann überhaupt dieser ganze Apparatus, dieser Verwaltungsapparat, die Politiker an der Macht, alle korrupt. Aber nicht nur das, sondern jeder wusste gleichzeitig auch, dass sie überhaupt keine Ahnung davon hatten, was da jetzt lief. Die waren einfach festgefahren. Und da gab es dann eine neue Sache. Niemand, auf keiner Ebene, hatte überhaupt irgendeine Idee, was man da machen kann. Und ich glaube, da verstehe ich jetzt das ganz richtig. Wir haben diese Hypernormalisierung. Man wusste irgendwie, dass das Ganze irgendwie falsch ist, aber man hatte keine Alternative. Man machte einfach weiter. Ich glaube, das ist vielleicht auch normal. In meinem Film habe ich das dann so gesagt, dass wir in Großbritannien oder in Amerika, wir sind überhaupt nicht so wie in der Sowjetunion damals, aber wir haben irgendwie so eine Zeitlupenentwicklung,
der Geschichte. Diejenigen an der Macht, abgesehen vielleicht von der Korruption, die wissen vielleicht davon, aber die tun nichts. Die Journalisten, die schreiben immer, ja, wie toll das ist, dieser investigative Journalismus, wie toll das ist, aber dann nichts passiert. Und man hört das immer, immer wieder. Und außerdem ist es ja auch so, dass es eine Herausforderung ist, da etwas zu machen. Das finanzielle System, ja, die Leute, die da oben an den Machthebeln saßen, die wussten überhaupt nicht, was ist da eigentlich passiert und was sie da eigentlich machen können. Also ich glaube, das ist doch irgendwo hypernormal, oder nicht? Also wir warten da irgendwo, mal sehen, was da passiert. Denn wir wissen natürlich irgendwo auch, dass die Leute da oben an den Schalthebel irgendwie gar nicht wissen. Brexit, schau mal, was da passiert. Nichts passiert doch eigentlich. Irgendwie ist schon auch wieder lustig. Aber gut. Die haben einfach keine Ahnung. Und diese ganzen Thinktanks, also ich möchte denen jetzt nichts vorwerfen, natürlich nicht, aber die müssen dann irgendwie so tun, also jeder spricht ja jetzt über den Brexit und dass alle wissen, worüber sie denn eigentlich auch sprechen. Oder das Public House von Charles Dickinson, das ist ein Rechtsfall John Dices versus John Dices. Also das sind 800 Seiten. Da geht es um diesen Gerichtsfall. Aber niemand weiß überhaupt mehr, worum es da ging bei diesem Fall. Und genau da ist es. Genau da sind wir jetzt mit dem Brexit. Die ganzen Argumente. Da ist ein ganzer Apparat, der einfach so tun muss, als ob sie genau wissen, was sie tun. Aber wir wissen natürlich, dass die nichts wissen. Und wir wissen, dass die wissen. Oder umgekehrt, die wissen, dass wir wissen, dass niemand irgendwas weiß. Das ist doch irgendwie seltsam, oder? Also das ist irgendwo so eine Art hohe Kunst, wenn man will. Da gibt es diese clever, toll gebildeten Menschen und die haben dann diesen Apparat, der hebt dann so ab und niemand weiß überhaupt mehr, worum es denn eigentlich geht. Das ist doch richtig toll, oder? Naja, also das könnte natürlich auch zu tragischen Konsequenzen führen. Das könnte schlimm ausgehen. Also es ist irgendwie absurd, das Ganze, oder nicht? Und die Politik und auch die administrative Klasse, die können einfach damit nicht umgehen, mit diesem Szenario. Ich warte einfach auf Politiker, die damit dann umgehen können, das Ganze nach vorne bringen können, die das einfach anschauen und sagen, darum passiert das Ganze, wir machen das jetzt so und dann gehen wir vielleicht irgendwo anders hin. Ja, das ist interessant, dass Sie jetzt gerade Charles Dickens erwähnen, Ally Smith, fiel mir ein. Was ebenfalls ganz wunderbar den Brexit beschreibt. Als wir uns vor ein paar Jahren trafen, war das anlässlich einer Retrospektive ihrer Arbeit und zusammen mit Liam Gillick sprachen wir darüber. Und damals sagten Sie, Sie sind einverstanden mit einer Ausstellung, aber Sie wollen nicht, dass wir Sie als Künstler bezeichnen. Sie sind Journalist und Filmemacher. In jedem Fall fragte ich damals, wer sind Ihre wichtigsten Inspirationen? Und Sie sagten Max Weber. Nun, in Bezug auf Hypernormalization und diese Idee dieses Käfigs und der Möglichkeit, da rauszukommen, würde ich gerne wissen, warum ist Max Weber für Sie so wichtig und wie können wir über diesen aktuellen Zustand hinausgehen? Weber ist faszinierend. Also ich glaube, das ist schon, Weber ist da ziemlich faszinierend. Der hat ja diese Entwicklung der Bürokratie irgendwie vorausgesehen und seine dauernden Versuche, das von der Politik wegzunehmen. Also ich glaube, er war da schon längst, bevor irgendjemand anders da drauf gekommen ist. Also ich glaube, das ist einfach faszinierend. Ich weiß, dass ich hier jetzt lauter Ökonomen in diesem Raum habe, ja klar. Aber Politik ist wegen zurückgetreten gegenüber der Wirtschaft. Ich glaube, die Wirtschaft ist wirklich eine gute Rolle, die man spielen sollte, wenn man gute Politik machen will. Aber wenn dann die Politiker die Idee aufgegeben haben, dass sie eigentlich ihr Wählerfolg repräsentieren, dann kann man beispielsweise versuchen, Stabilität zu erreichen. Ich habe da so eine Art, ich habe da mal was gesucht. Ja, unheimlich wissenschaftlich mit den verschiedenen Synapsen. Wie ist es denn mit Stabilität? Wie ist es denn eigentlich mit Risiko? 1992, das bringt mich wieder zurück zu diesem Datum. Damals begann man das Wort Risiko zu benutzen. Ich glaube, das ist auch Teil dieser sich verändernden Politik. Das heißt, man ist weggegangen von der Idee, dass man Teil eines dynamischen Prozesses ist. Das heißt, man bringt die Leute irgendwie hin. Und das hat doch Frau Thatcher auch gedacht. Also, man gibt das einfach auf und dann sucht man etwas Statisches und versucht
versucht, irgendwie das Modell der Welt zu managen. Und darum geht es ja, das Ganze stabil zu halten, dass man das Risiko stoppt, dass man einfach keine Risiken mehr auf sich nimmt. Also das Ideologische ist, also das ist, was in den Köpfen der Menschen sich festgesetzt hat, was man ist. Man ist da eine Art Manager. Und das bedeutet, Risiko ist etwas, woran man festhalten muss. Und ich glaube, das ist gefährlich. Denn wenn das in technischen Bereichen funktioniert, wir haben Risikoplanung, wir haben Risikomanagement in allen Bereichen. Wenn Sie eine Gruppe von Menschen anführen und wenn Sie versuchen, das Ganze stabil zu halten, was passiert denn da eigentlich mit der Fantasie, mit der Vorstellungswelt? Man gibt es auf, an die guten Dinge in der Zukunft zu denken. Man hält ja alles stabil. Also, da ist es so gut, wir haben da gute Dinge und da bringe ich sie jetzt hin, das sagen wir zu den Menschen. Aber wenn man jemanden, sagen wir, in Sicherheit halten will, dann muss man an das Schlimmste denken. Was ist denn nach 9/11 passiert? Also diese Hysterie über diese Apokalypse, die da passiert, also der Terrorismus. Wenn man etwas aufgibt, wenn man es aufgibt, daran zu denken, was denn passieren kann, dann fängt man irgendwo früher oder später auch daran zu denken, dass nur irgendwie schlimme Dinge passieren. Das heißt, die Politiker haben damit begonnen, die schlimmsten Dinge sich vorzustellen. Und das infiziert natürlich auch die Vorstellungswelt der Politiker, sondern von allen. Und das bedeutet, jeder bekommt Angst. In meiner Gesellschaft ist es doch so, dass so, was in den Köpfen der meisten Menschen herumschwebt, was passiert denn jetzt als Nächstes? Das ist da drin und beunruhigt. Und deswegen haben wir vielleicht die Idee aufgegeben, wir müssen einfach stark in die Zukunft gehen und wir müssen diese Zukunft irgendwie ins Auge drehen. Und ich glaube, die Politiker sagen manchmal, okay, wir schützen sie gegen die schlimmen Dinge in der Zukunft. Denn wenn schwierige Dinge, nicht unbedingt böse Dinge happen, schwierige Dinge passen, wie die Finanzkrise 2008, dann weiß man erstmal ja nicht, was man machen soll. Aber man kann ja mit einer Alternative kommen. Also, ich glaube, jeder ist da so ein bisschen nervös, zumindest in meinem Land. Man fühlt sich ein bisschen unsicher. Man ist noch nicht, sagen wir, voller Angst oder voller Panik. Und ich glaube, die Leute da oben wissen nicht, wie man damit umgehen kann. Und dann kommen Leute, die dramatische Geschichten erzählen und dann plötzlich fühlt man sich Teil einer großen Sache. Und diese Leute sind keine Demokraten. Das sind die Leute, die sie ergreifen und die ihnen das Gefühl geben, sie sind richtig toll. Und ich glaube, das kommt. Eingangs erwähnte ich Joseph Beuys, den Protagonisten der Sozialskulptur. Und junge Künstler, Künstlerinnen interessieren sich dafür sehr stark heute. Es geht dabei durchaus um die Idee, sich selbst zu verändern. Sie haben darüber auch gesprochen in einem Interview und sagten, wenn ein Romancier hingeht und den großen Roman unserer Zeit schreibt, dann muss es auch um die Erfahrung gehen. Und den Wunsch, uns selbst zu erfahren. Also zwei Abschlussfragen. Erstens, wie lässt sich der Gedanke des Kollektivs wieder in Einklang bringen mit der Idee des Kollektivs? Das ist ein großes Problem. Wenn man in einer Welt lauter Individualisten lebt, wie kann man dann die Menschen wieder zusammenbringen zu einem Kollektiv? Wie kann man diese Kraft dann wieder kreativ einsetzen für etwas Gutes, wenn die einfach nur Individualisten sind? Ich will da gar nicht dabei sein, sagen die dann vielleicht. Nein, ich möchte individuell sein. Das ist doch irgendwie ein Zeichen unserer Zeit. Als das Internet daherkam, dann hat jeder gedacht, okay, das Internet ist doch richtig toll. Und das bedeutet, man kann sein eigenes Schicksal wieder in die Hand nehmen, also mit den eigenen Fingern. Aber eigentlich ist es gar nicht so, denn hinter dem Bildschirm gibt es ja diese Maschinen und diese Maschinen können alle diese Muster, wie man sich verhält und das wird dann zusammengebracht, ein Riesenkonglomerat und dann hat man so irgendwo das Gefühl, auf der einen Seite fühle ich mich wie ein Individuum, auf der anderen Seite wird aber diese große Gruppe gebildet und ich weiß nicht, wo die Lösung ist. Ich glaube, Ende der 90er wurde von diesen vier Firmen das ganz
Ganze an sich gerissen. Das heißt ja. Was mich zur letzten Frage bringt, und da geht's um die Blockchain. Wir reden über die Visionen des Kapitalismus, die Zukunft. Blockchain, das ist etwas, was viele Künstler aktuell machen. Simon, Danny, Abraham Singer, die haben eine Blockchain-Religion geschaffen. Also viele machen Blockchain heute. Und es wird auch gearbeitet an neuen Kooperationsmodellen weltumspannend. Was denken Sie dazu? They all talk about Blockchain. Ja, also alle sprechen von der Blockchain. Ich glaube, da gibt es zwei Probleme. Ich habe jetzt nur Männer getroffen, die darüber sprechen, noch niemals Frauen. Und ich weiß nicht, ob das was bedeutet. Also was halte ich davon? Ich glaube, und da komme ich wieder zur ursprünglichen Frage zurück, die Frau Flick gestellt hat. Was ist denn eigentlich die Zukunft? Mein Kopf sagt mir, ich sage Ihnen, wo der Kapitalismus im Augenblick steht. Es steht da, wo die katholische Kirche zusammengebrochen ist und dann was anderes kam. Es ist nicht so, dass die Menschen damals die Religion nicht mochten, aber die katholische Kirche war völlig korrumpiert. Man hat sie kaufen können als Entschuldigung dafür, dass man eben nicht so wirklich religiös war. Die sind völlig korrupt geworden, ein korruptes System. Jeder wusste und niemand hat daran mehr geglaubt. Und dann kam Martin Luther und hat gesagt, okay, wir sollen doch wieder zur Basis zurück, wieder von vorne anfangen. Ich glaube, wir werden jetzt da gar keine Revolution bekommen, sondern es wird so kommen, dass die Menschen einfach sagen werden, wir möchten wieder an den Anfang zurück, an die Ursprünge, frei. Das ist eins dieser Schlagwörter. Gehen wir zu Adam Smith zurück. Wollen wir wieder die Moral mit reinbringen? Denn ich glaube, das ist die Schlüsselfrage. Darüber hat ja Smith gesprochen. Wir haben die freien Märkte, ja. Und das funktioniert eigentlich auch wunderschön. Und dann haben wir diese Freiheit des Einzelnen, ja, schon. Aber die haben da die Möglichkeit, ihr eigenes Geschick in die Hand zu nehmen. Aber gleichzeitig gibt es da auch gute Menschen, die das Ganze nicht so sehen. Die Menschen sind doch gar nicht festgefahren in irgendwelchen Dingen. Die können ja sich etwas anders machen, etwas verändern. Und ich muss sagen, den Menschen gefällt es, wenn sie anderen das Gefühl geben können, dass da etwas besser wird, wenn sie anderen Menschen helfen können. Das gibt ihnen ein gutes Gefühl. Und vielleicht bedeutet das irgendwo, dass diese riesigen administrativen Thinktanks und diese ganzen Industriekonglomerate weggewischt werden. Und dann kommt vielleicht diese Idee wieder zurück, dass über die Märkte, über das Geld die Individuen wieder miteinander in Kontakt treten können. Und das ist vielleicht etwas, was wir mit der Blockchain sehen. Das macht vielleicht die Blockchain. Was hat denn eigentlich die Macht der katholischen Kirche zum Zusammenhang gebracht? Die hatten einfach nicht mehr die Macht. Ja, gut, die haben das irgendwie anders genannt, Ablass oder so ähnliche Dinge. Was machen wir jetzt mit der Blockchain? Ja, hier verbinden wir als Individuum, verbinden wir alles mit dem Geld. Also die Blockchain erzählt natürlich keine Geschichte. Das ist ein technokratisches System irgendwo. Das erzählt einem keine emotionale Geschichte. Gut, heute Nachmittag habe ich eine emotionale Geschichte gehört. Also geht, dann bekommen Sie die Leute wieder zurück. Ja, ich glaube, das heißt, man kann sie dann wieder in Kontakt treten mit den Menschen. Vielleicht macht das die Blockchain. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Präsenz.